Hallo, liebe ETS-2-Freunde, willkommen zum zweiten Teil auf der Kirov-Map. Wie gesagt, wir sind durch Kirov durchgefahren und setzen uns jetzt zur Fahrt fort. Und schließlich wollen wir dann in Helsinki ankommen. Also, schnallt euch an, macht euch bereit. Geht los. Zeit zu gehen. So, wir dürfen fahren 70. Ich fahre schon wieder viel zu schnell. So, erster Aufenthalt in Sowetsk. Mal gucken, was wir hier erleben. Eine Tankstelle. Eine Firma zur Linken. Weiter vorne sehe ich den Schraubenschlüssel. Das heißt, wir haben hier auch eine Werkstatt. Und wo eine Werkstatt ist, ist auch immer ein Schnellreisepunkt entsprechend. Immer geradeaus. Da hat man auch noch mal Glück gehabt. Ach, dieser blaue LKW. Die regen mich so auf. Na gut, ist rot. Ich wollte gerade sagen, warum ist mein Tacho so dunkel? Vielleicht soll ich mal Licht anschalten. Wir haben heute gelbe Welle. Immer geradeaus.
So. Jetzt überholen wir zumindest den Bus hier. Immer geradeaus. Das heißt Gas geben. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, ihr seht, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben noch ein ganz schönes Stück bis zur Fähre oder auch bis zum Zug. Wie gesagt, wir sind ja in Tallinn abgefahren auf der Fähre und standen dann hier auf der Kirov-Map. Ja, sehr interessant. Ich war mir keiner Schuld bewusst.
Ja, es ist ein Tunnel angezeigt, also kein Hafensymbol. Gehe ich davon aus, wir fahren hier mit dem Zug oder. Aber wie gesagt, auf der Fähre drauf. Angekommen, war kein Wasser mehr da. Macht man sich Gedanken. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, Meister. Hat es genug Platz eigentlich einzuscheren? Es geht wieder los. Alles einsteigen, nächste Fahrt auf der Holberpiste. Immer geradeaus. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
So, wie gehabt, im Kreisverkehr war wieder die 90 erlaubt, jetzt wieder 70. Gut, Huppelpiste, aber was spricht jetzt gegen 90 km/h, wenn man im Kreisverkehr die 90 km/h hat? Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Großer Friedhof, oder? Bitte rechts halten. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin froh, wenn ich wieder auf dem Festland zurück bin, aber Kirov ist eigentlich auch Festland. Aber ich muss euch sagen, mir gefällt die Karte jetzt nicht besonders. Das ist meine persönliche Meinung, denn es hat keinen Mehrwert zur Rus-Map. Nur die Rus-Map ist halt... Ich finde sogar die Rus-Map noch abwechslungsreicher. Die Rus-Map ist halt ein Kartenpaket, was komplett anders da ist, wie alles anderes, was man von ETS 2 her kennt. Ist halt die Geografie von Russland, die Gegend und so weiter. Dies hier ist zwar auch ein Teil davon, muss man aber nicht unbedingt haben. Die Rus-Map dagegen ist halt die Verbindung zu vielen anderen Karten. Deswegen sollte man die drin haben. Wäre komisch, wenn man von Polen aus nach Sibirien fahren würde, aber nicht durch die Rus-Map durch. Wir haben Kirov Map abgefahren, wenn wir entsprechend dann wieder bei der Fähre oder Zug sind, haben es uns angeschaut und belassen es, glaube ich, auch dabei. Demnächst rechts abbiegen.
Oh, da ist der Tunnel schon abgebildet. Biege nach rechts ab. So, jetzt sagt mir, geht's hier auf die Fähre oder geht's hier in den Untergrund, in den Tunnel? Das Auftragsangebot. Dann haben wir hier wahrscheinlich den Tunnel. Zurück nach Tallinn. Abfahrt für 43 okay, Euro. Lass uns eine neue Route finden. Neu berechnen. Abfahrt nach Helsinki. 340 Euro. Entschuldigung, 430 Euro. Ich finde eine neue Route. Und willkommen in Helsinki. Aussichtspunkt, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Das wird das Highlight dieser Folge. Das verspreche ich euch. Denn bislang gab es noch nicht viel zu sehen. Demnächst rechts abbiegen. So. Viel Spaß im Westhafen von Helsinki. Hier zur Linken haben Sie gerade die weltberühmten Toilettenanlagen von Helsinki gesehen. Blick vom Hafen auf die Baustelle. So, wie viele Kilometer haben wir denn noch vor uns? Zweiundachtzig. Kriegen wir auch noch hin. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Irgendwie habe ich gerade noch gedacht, ich wäre in Tallinn. Aber wir sind schon in Finnland, Helsinki.
immer geradeaus. Ja, nur da, wo ich links abbiegen muss, wollen die auch alle links abbiegen. Biege nach links ab. Sorry. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bitte links halten. Weiter links geht's leider nicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, 21 Uhr haben wir. Und noch eine halbe Stunde bis zum Ziel. Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, es gibt noch was zu erkunden. Du wolltest doch sicherlich warten.
rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. So, so spät sind wir eh. Also haben wir auch noch Zeit für das Fragezeichen. Neue Route finden. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Noch ein Fragezeichen. Ein Händler mit Werkstatt. Und wie ich es, glaube ich, gerade schon gesehen habe, war es eine Iveco-Fahne. Ja. Na, besuchen wir erst den Iveco-Händler. Wir sind heile angekommen. Wollen wir mal gucken, ob wir Schaden haben durch die ganzen Schlaglöcher und Huckel in Kirov. 2000 Euro. Gut, wir hatten auch mal einen Crash zwischendurch. Darf man auch nicht vergessen. So, dann fahren wir zum Abladen. Wird auch Zeit. Bei Salo. So, wir sind angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wendet.